Ihr wollt wissen, warum ich hier jetzt runterfall? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ich habe eigentlich zwei Sachen mit euch. Erstens, ich habe da oben schon mal... Also das vorweg. Oh. Nee, das nicht. Das wollte ich nicht. Die Brücke ein bisschen gebaut. Der untere Teil ist zum Laufen, der obere, da läuft das Bauxit entlang. Und da schweben wir uns auch schön hin. Denn, was ich auch direkt gemacht habe, das werden wir dann gleich da oben sehen, wenn wir denn da hinkommen. Einmal hier um die Ecke, dann sehen wir es doch bestimmt schon, oder? Ja, da vorne, der Zweig, der da über den schwebenden Turm hinweg geht. Da kommt unser Schwefel und unser, wie heißt das andere Zeug, Katerium an. Die habe ich nämlich auch schon mal gelegt. So, nehme ich mal lieber oben drauf, weil das ist quasi unser Weg für das Ganze, für Ressourcen. Also irgendwas, was wir brauchen, wird hier oben drauf gepackt. Das Ganze ist ein bisschen breiter geworden. Ein bisschen viel breiter. Weil ich mir gedacht habe, warum, wir machen in der Mitte, da wo ich beim letzten Mal runtergegangen bin, wäre es clever gewesen, hier irgendwo wenigstens einmal einen Weg zu lassen, um da hochzukommen. Na egal. Wir laufen mal eben zum Ende von dieser Leitung. Oder dahin, wo die beiden sich kreuzen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja. So, hier sind wir. Und hier lassen wir den Spaß auch mal eben. Moment, was nehmen wir denn da? Da nehmen wir uns die Laufstegrampe oder die Gehwegrampe? Ja, wir nehmen uns hier die. So. Die hätten wir auch gerne gesucht bis da runter. Dann machen wir erstmal Stück für Stück. Und dann ziehen wir uns hier eben. Oh ja, nicht aus Versehen da runterfallen. Na, ziehen wir uns wenigstens eben im Geländer drum. So, hier geht's runter. Und wir sagen. Bis dahin. Wunderschön. So, das ist unsere Unteretage, das ist die obere. Denn hier vorne irgendwo wollte ich vielleicht auch nochmal so Löcher reinmachen. Oder so. Geländer. Da habe ich nämlich einmal hier ein Loch und einmal so ungefähr 12 Stück weiter. Das sieht man da vorne. Denn hier geht's wunderbar im Zickzack runter. Und zwar einmal von dort im Zickzack und einmal von hier. Weil hier unten geht es jetzt quasi rum. Boom. Wie das Ganze aus der Ferne aussieht, zeige ich euch gleich, wenn wir dort hinten sind. Denn da wollte ich hin, um mir das, wie heißt das, Stickstoff zu holen. So. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zu unserer kleinen Rampe zurück, nach oben. Ich weiß, das Quatsch, ich hätte in eine andere Richtung eine bauen sollen. Oder Moment. Wir machen jetzt Folgendes. Wir ziehen uns hier eine Rampe hoch. Und zwar, warum mittig? Warum willst du unbedingt mittig? Ich hätte dich gerne hier. So, da hoch, dann können wir diese Platte rausnehmen und hier blöde vorstehen. Dass ich mir zu viel Beton habe. Egal, du kommst weg. Ja, ist nicht schön, aber geht, ne? So, habe ich irgendwas, was ich wegmachen kann? Ja, habe ich.
Da haben wir hier. Das muss ich nachher alles wieder rückgängig machen, aber ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, ich latsche jetzt mal da vorne hin, denn das haben wir heute vor. Uns den Stickstoff da holen. Und eben, ja, dann habe ich. Ja. Wie heißt das Zeug? Ein Dingens zu bauen, der da hochgeht. Ein Stoff könnte knapp werden. Egal, muss ich mal updaten. Eine Säule zu machen, damit wir irgendwo dran unsere Rohre hochziehen können. Rohre ziehen mache ich wieder ohne euch. Das müsst ihr euch nicht antun. Und dann würde ich gucken, ob ich von da aus irgendwie zu unserem unser ersten Öl-Sprit-Kraftwerk-Geschichte komme. Und dann wieder von da aus, also weiter zum Kohlekraftwerk, weil an unserem Kohlekraftwerk ist in der Höhle die Deep Rock Galactic Kassette. Und die wollen wir uns holen. Da hinten, irgendwie auf diesen Bäumen da hinten, also Moment, auf einen von den Fingern oder vielleicht auch ein bisschen weiter da rein, auf jeden Fall da in, oder was auf dem, keine Ahnung, in diesem Biom da, oben auf dem auf dem Plattform, da, vielleicht auch da, also irgendwo da so in der Ecke, da wo es so bräunlich ist, oder rotbraun ist, da befindet sich auch noch eine für Huntdown, glaube ich. So, ich laufe da mal eben hin und bin gleich wieder bei euch. So, hier hinten angekommen. Können wir mal schauen, wie weit wir noch müssen. Ich habe hier schon mal so ein paar Rohre hingelegt, einfach grob, um mir das einzuteilen. Ich musste selbst ausrechnen. Die 1950 kriegen wir da unten raus. Die 150 würde ich jetzt erstmal lassen. Und also da müssen wir hin. Ne? Was habe ich jetzt hier aufgemacht? Ja. Ja, wie gesagt, also die 150 lasse ich weg. Dann können wir hier genug hochbringen, wenn ich gar nicht so viel brauche. Ich glaube, einer sollte noch reichen. Hm. Mal, ob wir vielleicht wieder ein paar wegnehmen, weiß ich noch nicht. Das sieht doch hier eigentlich schon ganz gut aus. Mal folgendes, wir gehen hier hin, nehmen diese dort weg. Schnappen uns nicht das, sondern die großen. Nehmen hier noch einen raus und setzen ihn da drunter. Sagen dann vertikal und dann geht's da runter. Nur das Problem. Da vorne hätte ich Strom. Das heißt, ich muss gleich da vorne einmal hingehen zu dem Kollegen, von da aus weg und hier runter. Dann kann ich mir auch schön einen Weg basteln, da runter zu kommen. Komm. Und natürlich auch ja, nämlich diesmal so clever und hab A, Sprit dabei und B, den Jetpack. Okay, da unten komme ich schon nicht mehr dran. So. Das Problem bei dem Jetpack ist nur, das kriege ich nicht getimed. Also kriege ich das so hin, dass ich da vorne irgendwo lande. Am besten da, oder? Ich könnte auch mit dem Fallschirm springen. Sitzen da aus. Und das wäre natürlich am besten, weil da bin ich relativ nah dran. Hier noch ein Stückchen. Da ist der Turm. Wie sieht das hier aus? Noch ein bisschen darüber. Ja, also, der Turm ist ein guter Anhaltspunkt.
mal schauen. Hier ist gut. Ich habe das Ding an. Das heißt, ich muss nur im richtigen Moment treffen. Und ich hoffe, ich treffe. Oh, warte. Ich habe getroffen. Du hast mir nichts weggenommen. Sehr gut. Hat ja geklappt. Komm ich von hier aus da vorne dran? Nein. Aber ich würde sagen, wir gehen hier runter. Schnappen uns von da aus eine Leitung. Und ziehen uns hier irgendwie rüber. Komm ich von hier aus da dran? Nein. Wie machen wir es denn am sinnvollsten dahin? Das ist doch ganz gut. Da ist nämlich schon wieder jetzt ein bisschen runter. Kann ich von hier aus den Spaß setzen? Ich sollte theoretisch alles dabei haben. Das spricht auch locker. Jo. Du siehst gut aus. Wir wollen dahin. Oh, jetzt haben wir. Sehr gut. So wollen wir das haben. Das können wir hier runterziehen. Das geht jetzt natürlich genau da unten. In den Bereich rein. Wo das Gas ist. Wobei, ist auch egal. Hier neben vorbei. Da hoch die Leitung ziehen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist sehr unwahrscheinlich, dass ich das habe, aber nee, schauen wir mal. Mal darüber. Ich behaupte einfach mal. Das hat so funktioniert. So, jetzt gehen wir hier rüber. Und dann können wir jetzt nämlich gleich von hier aus an der Seite entlang hochhangeln. Sehr gut. Du gehst da dran. Und fängst schon mal an, aber Kollege, was du schon mal kriegst, ist drei davon und du machst mir 1950. Dann bekommst du wo sind sie? Dort. Wir wollen alles in die Richtung haben, das passt schon. Ich muss mal ein bisschen darüber drehen. Du gehst dahin. Du gehst dahin. So, du machst ein bisschen diesen. Und da vorne. Ja, du musst hier rüber. Ich glaube, der da vorne ist der schlechte. Das gucken wir uns einmal an. Ich glaube, das ist nämlich der, den wir am Ende rauslassen. Okay. 300. Einer von denen ist. Der ist es. Okay. Du bist raus. Das heißt, euch beide zusammen hier könnte ich darüber führen. Passt auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir fangen hier schon mal an. Das funktioniert ja super. Und ich möchte gerne an dieser Seite die Rohre hochführen. Hier ist hin. Der Wandhalterung und setzen die erste dorthin und dann machen wir den Spaß da, da, da. Dort müssen jetzt, ich würde hier gerne Rohre hinsetzen mit, die Farbe müssen wir nochmal anpassen. So, und den Rest machen wir nämlich so. Einmal. Du kommst dahin. Ja, ich hätte jetzt auch einfach eine Plattform darüber ziehen können und dann einmal sauber. Aber
Ein bisschen wild wollen wir ja bleiben. So, wie kriegen wir die am besten zusammen? Ich könnte den nochmal abbauen und mit dem zusammenführen. Die zwei zusammenführen und die zwei zusammenführen. Pass auf, du gehst auf jeden Fall hier hoch. Darüber. Da rein. Da kommt der gleich dazu. Du gehst dort dran. Und du gehst hier dran. Du da vorne kommst dorthin. Und dann schnappen wir uns den Kollegen. Slappen den hier schon mal überall dran. Machen den da dran. Wir könnten da eigentlich auch die 300er Rohre nehmen. Das wäre auch smarter. Allein schon, weil mir nämlich jetzt Kunststoff fehlt. Das heißt, wir nehmen 9, aber ohne Indikator. Sagen das so. Und da dran. Genauso auf diesem Stückchen. Auf diesem Stückchen und auf diesem Stückchen. Von dir aus kommt das Rohr da dran. Und von da kommt das da dran. Wir haben den da noch über. Dann könnten wir jetzt überlegen, ob wir den irgendwie noch mit reinspeisen, aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Theoretisch müsste jetzt hier auch ein Indikator dran sein. Wunderbar. Also das hat schon mal geklappt. Das heißt, ich ziehe mir jetzt diese Leitung hier hoch und ich würde die einfach immer dahin slappen, wo ich jetzt denke, dass ich ein Rohr brauche. Warte mal. Wie weit können wir... Das gucken wir einfach nach. Eins ohne, weil dafür habe ich genug. Wie hoch kommen wir denn? Okay, wir kämen bis da. Aber wenn ich hier den hinsetze, ist doch super. Da könnte ich dann nämlich auch... Das ist Mitte. Ist der daneben? Ja. Und dann setze ich mir da nämlich, Moment, meine Stromleitung hin. Bedeutet, wir kommen, ne? Wir kommen ziemlich genau immer so weit. Ne? Wenn der hier aufhört, dann können wir uns auch wieder Teile setzen. Einen darüber. Und genau so machen wir das jetzt. Hat ein bisschen drüber sein, aber macht ja nichts. Ist ja nur einmal da hoch. Einmal hoch. Das ist mein Maximum dahin. Den Kollegen nehmen. Und weiter. Dahin. So, das wäre jetzt gut, wenn wir das fertig kriegen, weil dann können wir oben drauf und ich kann. Auch nicht mehr weit. Jetzt sind noch zweimal und dann haben wir das. Heißt, ich muss mir für das nächste Mal Kunststoff besorgen, um die Leitungen hochzuziehen. Weil da brauche ich jetzt nicht mit 300ern anfangen. Da ist die Mitte, da ist der, da ist der. Na, komm her, da. So, und du gehst. Dahin und von da aus. Ja, da dran, genau. Hier oben stellen wir uns jetzt noch Mitte.
jetzt ist die Frage, komme ich damit aus? Also gerade eben. So, damit hätten wir das nämlich schon mal hier oben angekommen. Das heißt, ich muss nur noch die Zwischenstücke machen und dann den ganzen Weg da hinten hin. So, jetzt schauen wir mal. Ich hatte mir ja einen Weg gemacht, der von da aus direkt da drüben hinging. Da ich keine Ahnung habe, wie das so aussieht, hier sichertechnisch. Laden wir mal auf. Ich weiß, dass wenigstens hier unten schon mal jede Menge von denen sind. So, gucken wir mal, ob wir hier vernünftig... Da vorne sehe ich auf jeden Fall einen Mast, den ich gemacht habe. Aber wie hatte ich mir das gelegt? Von wo bin ich da hingekommen? Wie gesagt, hier runter war jetzt nicht das Problem. Ach, wir versuchen... Ah, da ist der Weg. Okay. So. Okay. So, hier geht's lang. Jetzt in der Höhle rein. So, das heißt, wir ziehen uns einmal. Ich glaube, für die Dinger sollte ich besser was anderes nehmen. Weil der Kollege verbraucht unfassbar viel Munition. Nicht, dass ich nicht nur ihn hier dabei hätte, ne? So. Als ich das erste Mal hier gezockt habe, da habe ich ja hier in dem Bereich angefangen. Also nicht im Let's Play, sondern für mich einfach so, als ich das Spiel quasi erkundet habe. Das war das erste Mal. Habe ich irgendwo da vorne oder so, oder hier drunter oder da vorne, meine erste Basis hingebaut. Und da waren hier überall auch die, also in erster Linie diese Fliegenviecher, die mir dauerhaft auf den Senkel gegangen sind. Weil mit denen, die sind halt mit, gerade mit dem Zapper so richtig, richtig, richtig kack. Jetzt, wenn man hier lang kommt, ja, das Problem, dass die auch noch respawnen, ne? Das wird zu nah. So, zu weit weg von dem Ding ist. Das heißt, es ist ja so richtig, richtig, richtig doof gelaufen, ne? Wenn du hier mit dem Zapper rumläufst und hast dann, ne, die. Ja, komm. Das ist ein bisschen Skill. Gut, habe ich auch nicht, aber macht ja nichts. Bist so mittendrin, da ist noch eine Höhle. Ja, da ist auch direkt etwas, was mich anspucken würde. Also, jetzt mit den Hatchern hier wäre das auch ein bisschen doof, ne? Dann kommen immer drei Viecher da raus. Da musst du dich drum kümmern. Gut, die machen nicht mehr so viel Schaden. Muss gleichzeitig das Ding kaputt kriegen. Am besten lässt du dich dreimal ballern von den Teilen und machst in der Zwischenzeit den Hatcher weg. Eieiei. So, jetzt haben wir auch gleich schon das Kohlekraftwerk erreicht. Das ging ja etwas einfacher, als ich gedacht habe. Echt jetzt? Ja, dich kriege ich doch, oder? Du interessierst dich aber relativ wenig dafür. Die ist so viel... Muss ich näher ran, oder was? Ich treffe doch. Ich ziehe ein bisschen höher. Das war zu weit. Ja. Ah, endlich. Nee, komm. Da nehmen wir jetzt
dann nehmen wir jetzt die gute Munition hier. Okay, ihr seid weg. Du da vorne gehst mir. So, okay, das müssen wir einfach. Ich bin da oben hoch. Okay. So, gut. Machen wir das mal. Wir wollen nämlich da vorne zu unserer Hypertube. Was ist hier eigentlich viechertechnisch? Na, nicht abstürzen. Und noch eine viel wichtigere Frage, warum habe ich das hier nirgendwo angeschlossen? Die Leitung endet einfach hier? Ist aber auch nicht typisch. Gehen wir hier drunter durch, genau. Die ganzen Rohrfarben habe ich mir hier versaut. Ja, macht ja nichts. Ja, du stehst mittendrin, macht ja nichts. Also einmal Pump. Jupp. Ihr habt ein Stückchen vor euch, wenn ihr jetzt zu mir kommen wollt. Ja. Vielleicht zweimal. Macht ja nichts. So. Wir holen uns jetzt noch die Kassette. Vergessen, wie lang diese Hypertube war. Das ist ja hier mitten durch den Berg, dann hier hoch. Da war irgendwas, wo man hochklettern kann. Okay. Ja. Und ich hänge hier immer im Förderband. Da war auch noch was. Genau. Ach ja, Nostalgie pur. Und im Moment reicht dieser dämliche. Oh, guck mal, wir haben unsere Raketenantriebe fertig. Was ich sagen wollte, unser Plastik reicht hier, finde ich. Denn der Kunststoff, den wir da machen, der ist nicht ausreichend für all die Produkte, die wir machen, um zum Beispiel die, oder auch um die Kollegen da oben zu machen. Wie heißen sie? Magnet. Wann sind das die Magnetfeldgeneratoren? Also das Zeug links. Wo wir so unfassbar hinterher hinken. Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich das beschleunigen soll. Ist halt. Okay, Autosave. Nein. Bitte zurück hier. Da unten rein. Danke. Ah, mitten im Autosave. Super. Ja. Also die, ne, die Teile da, 860 von 4000, die sind unfassbar langsam. Im Moment scheitert es an Computern. Nicht mal mehr an den Supercomputern, sondern einfach nur an Computern. Weil dafür habe ich nicht genug Platinen. Ich brauche die Computer ja auch und also... Das funktioniert alles nicht. So, wir haben dort einen Wasserfall. Dieser Wasserfall beinhaltet eine Höhle. Und in dieser Höhle... Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwelche Viecher drin sind. Aber noch höre ich nichts. So. Hüpf. Und da ist es. Und wenn wir schon dabei sind, übrigens, ich habe dabei reingehört, die waren alle eher unkritisch. So, ein bisschen epische Musik. Weil Deep Rock Galactic hat einfach einen unfassbar guten Soundtrack.
Dann haben wir das geschafft. Und beim nächsten Mal treffen wir uns wieder mit unserem Gas, das dann oben, schon oben ist. Und wir suchen uns die nächsten Ressourcen raus. Das heißt, ich kann auf meiner schönen Liste wenigstens das schon mal abhaken. Ich werde dann auch von der Waffenfabrik aus unser Crude Oil rüberziehen. Auch schon überlegen, da nochmal eben eine Plastikproduktion zu machen, damit ich mehr von dem Zeug habe. Egal. Irgendwo hier lungert auch noch ein Vieh rum. Macht ja nichts. Weil dann können wir gucken, ob wir die vielleicht doch nochmal irgendwie benutzen. Oder wir haben ja auch, glaube ich, Plastik hinten an der an unserem anderen Kraftwerk. Wenn ich da nochmal einen Zug einsetze. Ah, da fehlt mir noch die Verbindung. Ich muss gucken, ob ich das irgendwie noch hinkriege. Im Moment geht es ja, es bewegt sich was. Ich muss gucken, ob wir irgendwelche Sachen nachher abschalten können, sobald wir entsprechende Produktionen erreicht haben. Ich habe auch schon geguckt, dass jetzt nichts mehr aufs Band geleitet wird. Also wenigstens die Platinen, die fehlen, für den Kunststoff brauchen, dass die alle wirklich in die Produktion gehen und nicht ins Lager oder sonst irgendwas. Das heißt, vielleicht bringt das schon mal was. Aber schauen wir weiter. Und dann schauen wir auch beim nächsten Mal. Denn, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit, macht es gut, Käffchen. Tschüss.